Salzburg soll noch sicherer werden. Das haben Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Innenminister Gerhard Kahner heute betont. Die Arbeit der Polizei wird durch bessere Infrastruktur und mehr Personal gestärkt. Gott sei Dank ist momentan die Sicherheitslage unauffällig, aber das kann sich ja in der Sekunde wieder ändern. Und da ist es wichtig, dass wir personell, organisatorisch von der Ausrüstung her die Polizei in einem Zustand haben, dass sie wirklich schlagkräftig ist. Wir haben heute besprochen und vereinbart, dass wir eine technische und auch personelle Weiteraufrüstung der Polizei im Bundesland Salzburg durchführen werden. Die Polizei Salzburg hat in den vergangenen Jahren mehr Personal bekommen und braucht daher auch mehr Platz. Wir hatten im Jahr 2017 einen Personalstand von 1790 Mitarbeitern und sind mittlerweile auf fast 2100. Das heißt, das bedeutet einen Zuwachs von 300 Bediensteten in den letzten 5 Jahren. Wir werden heuer 2 große Bauvorhaben umsetzen. Das eine betrifft das Polizeianhaltezentrum und das andere die Aufstockung des sogenannten Quadranten C, wo wir versuchen, hier eine Bürofläche von über 800 Quadratmetern neu zu generieren. Mehr Platz also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch das reicht nicht. Um unter anderem der Cyberkriminalität Herr zu werden, braucht es moderne Methoden und eine gute Ausbildung. Es wird auch eine Offensive in Richtung Cyberkriminalität durch digitale Aufrüstung geben und auch durch die Heranziehung von Spezialisten. Wir auf der anderen Seite von Seiten des Landes finanzieren in der Wissenschaft an der Paris-Lothar-Universität eine Brückenprofessur für digitale Sicherheit. Wir haben auf der anderen Seite auch eine Hack in Tamsweg, die sich mit Cyberfragen befasst. Also hier gibt es eine sehr enge, sehr verzahnte Zusammenarbeit. Und ich kann nur sagen, als Landeshauptmann kann ich mich nur bedanken für diese gute Zusammenarbeit mit der Polizei und bei den vielen Polizisten und Polizistinnen, die herausragend gute Arbeit leisten.